Bevor das Video losgeht, Achtung, hier wird es Spoiler zu Jurassic World Dominion gehen. Das heißt, wenn du den Film schon gesehen hast, kannst du das Ganze hier bedenkenlos anschauen. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, sei dir im Klaren, dass ich jetzt auf das Ende des Films eingehen werde. Ihr habt mir in zahlreichen Nachrichten geschrieben, Tobi, kannst du nicht mal auf das Ende von Jurassic World Dominion bzw. auf die drei T-Rex eingehen? Das Ende von Jurassic World Dominion beantwortet sofort eine ganz essentielle Frage, die ihr auch ganz oft in die Kommentare reingeschrieben habt. Was ist eigentlich mit Anlage B passiert? Was wurde aus den Dinosauriern von Anlage B, also von Isla Sorna? Zum Ende des Films hin sehen wir dann, dass die Dinosaurier relativ unberührt von den menschlichen Einflüssen im Biosyn Belly existieren können, also quasi so etwas wie ein Riesenreservoir, in dem die Tiere einfach frei leben können. Die Kamera schwenkt dann rüber zu einem Setting, in dem wir sehen, wie auf der linken Seite ein T-Rex angelaufen kommt und auf der rechten Seite kommen ihm zwei weitere T-Rex entgegengelaufen. Und hier ist dann eben die Frage, die sich sehr häufig gestellt hat, was sind denn das für T-Rex? Wo kommen die auf einmal her? Ich präsentiere euch in diesem Video die offizielle Antwort, was das für T-Rex sind. Und diese Antwort hat es in sich, weil sie nämlich zum anderen auch noch ein Fass aufmacht, was wir doch eigentlich längst geschlossen haben. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wie gesagt, sehen wir ganz zum Schluss von Jurassic World Dominion eben, wie die drei T-Rex aufeinandertreffen. Und diese Szene löst natürlich ganz viele Spekulationen aus. Was könnte das hier wirklich für T-Rex sein? Wir wissen ja, dass Isla Sorna eben auch genauso wie Isla Nublar von den Dinosauriern befreit wurde. Also wir haben jetzt von beiden Inseln Dinosaurier eben zu uns aufs Festland gebracht, eben nach Biosyn Valley, wo sie einfach unbehelligt von menschlichen Einflüssen leben können. Auf Twitter hat der Regisseur von Jurassic World Dominion, Colin Trevorrow, bereits bestätigt, ja, bei den beiden T-Rex hier handelt es sich um die T-Rex-Eltern, die wir aus The Lost World schon kennen. Beziehungsweise wird ihm die Frage gestellt, sehe ich das richtig, dass wir jetzt hier einmal Rexy haben, eben auf der linken Seite des Bildes und auf der rechten Seite des Bildes eben die Eltern aus The Lost World. Und Colin Trevorrow bestätigt diese Frage mit Yes, also ja, das ist genau der Fall. Hier haben wir also schon mal die offizielle Antwort, es handelt sich hierbei um die beiden Rexe aus The Lost World, die wir schon kennen. Das Fass, von dem ich gesprochen habe, was wir eigentlich schon geschlossen hatten, das sich jetzt hier wieder erneut öffnet, ist nämlich folgendes. Man muss sich jetzt einfach die Frage stellen, wenn das die beiden Eltern sind von dem kleinen Rex aus The Lost World und das auf der Seite ist Rexy, wo ist dann der kleine T-Rex aus Jurassic Park 2 abgeblieben? Und die Fantheorien gehen natürlich wieder in die eine Richtung. Der Spinosaurus hat das Baby umgebracht in Jurassic Park 3. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das kannst du dir gerne mal hier oben anschauen. Das sind so die gängigen Theorien. In diesem Video haben wir bereits ausführlich darüber gesprochen, inwiefern es denn Sinn machen würde, dass der T-Rex, der vom Spinosaurus getötet wurde, der kleine T-Rex aus Jurassic Park 2 ist. Mit der Bestätigung des Regisseurs selber, dass wir jetzt eben hier nur die Eltern von dem kleinen Rex haben und eben Rexy selbst, geht dieses Fass aber wieder von vorne auf. Und wenn ihr das Video gesehen habt, meiner Meinung nach, nein, kann das nicht sein, dass der T-Rex aus Jurassic Park 3 der T-Rex aus, der Baby-T-Rex aus The Lost World ist. Einfach, weil das nie bestätigt wurde und der Regisseur von Jurassic Park 3 damals selbst gesagt hatte, ey, wir wollten einfach nur zeigen, wie der Spinosaurus einen T-Rex tötet, um klarzustellen, ich bin jetzt hier der neue Obermacker. Also es wurde nie darauf eingegangen, dass dieser T-Rex einer der uns bekannten T-Rex ist. Eine weitere Fantheorie wurde jetzt hiermit auch zerschlagen, denn viele von euch haben gesagt, ja, die animatronische Figur von dem T-Rex aus Jurassic Park 3 ist die gleiche Figur, also exakt dasselbe Modell, das auch für Jurassic Park 2 benutzt wurde, für einen von den beiden Elternteilen. Aus diesem Grund wäre für euch ganz klar, der Spinosaurus hat einen der beiden Eltern getötet. Wie wir jetzt aber am Ende von Jurassic World Dominion sehen, stimmt das nicht, die beiden Eltern sind noch da, das wurde offiziell auf Twitter bestätigt. Macht es also jetzt Sinn, die Diskussion wieder von vorne aufflammen zu lassen und sich die Frage zu stellen, war es dann doch das Baby, das der Spinosaurus getötet hat? Ich finde das eine ganz interessante Frage, weil man weiß, dass im Nachhinein, das haben wir jetzt auch bei Marvel schon oft genug gesehen, wo im Nachhinein einfach gesagt wurde, yo, wir machen es ab jetzt Kanon, dass der kleine Junge, der in Iron Man 2 auftaucht, ist einfach Peter Parker. Das heißt, ab jetzt ist das offiziell bestätigt. Das hat man nachträglich eingefügt, das war von Anfang an nicht so geplant. In Jurassic Park und Jurassic World jetzt den gleichen Weg geht, damit das Ganze irgendwie auch chronologisch und sinnig ineinander verstrickt werden kann und um die Filme einfach organischer ineinander fließen zu lassen, könnte es wirklich passieren, dass letztendlich eine Bestätigung kommt, ja, der Spinosaurus hat das Baby der beiden Rexe getötet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns so eine Bestätigung noch bevorstehen könnte. Weil das würde nochmal einen Zusammenhang zu Jurassic Park 3 machen, der ja oft auch ganz gerne ausgeblendet wird, weil er eben
nicht so erfolgreich war und viele mögen den ja eben auch nicht. Aber trotzdem könnte man dann hier einen Bogen schlagen mit zu der Originaltrilogie. Wie gesagt, aktuell gibt es noch keine offizielle Bestätigung darüber, ob der T-Rex aus Jurassic Park 3 das Baby aus Jurassic Park 2 ist. Nachdem wir aber die Bestätigung haben, dass die Eltern noch am Leben sind und dass die Eltern jetzt eben hier in Jurassic World Dominion auftauchen und das Baby aber aus irgendeinem Grund nicht gezeigt wird, habe ich das Gefühl, dass wir bald eine böse Bestätigung bekommen könnten, nämlich, dass das Baby tot ist. So viel wäre eben jetzt meine Theorie. Meint ihr, das würde Sinn machen, nochmal auf diesen alten Kampf Spinosaurus gegen T-Rex einzugehen? Oder sagt ihr, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht? Lass es doch eben einfach so stehen. Das war nie geplant. Also hört jetzt auf, irgendwas künstlich mit dazu zu dichten. Würde ich auch verstehen, die Einstellung. Aber hier würde ich irgendwie sagen, ja, wenn wir jetzt eine Bestätigung bekommen würden, dass das der kleine Rex aus Jurassic Park 2 gewesen wäre, würde das nochmal irgendwie ein bisschen mehr Dramatik in diesen Kampf mit reinbringen. Ist wie gesagt nur meine Meinung. Jetzt seid ihr gefragt, was ist eure Meinung zu dem Thema? Glaubt ihr, dass das sein könnte? Bekommen wir bald diese Hiobs-Botschaft, dass der kleine Rex aus Jurassic Park 2 vom Spinosaurus getötet wurde? Oder sagt ihr, nee, ist eigentlich Quatsch? Würde mich brennend interessieren. Ich freue mich auf eure Antworten und damit bin ich raus mit diesem kleinen Theorievideo. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.